Werte Zuschauer, wir berichten weiter von der 19. Handelsblatt-Jahrestagung in Berlin, die HELS 2014. Ich habe einen sehr interessanten Gesprächspartner. Das ist Herr Voss, Vorsitzender des Beirats der Bundesregierung zur Neuordnung des Pflegebegriffs. Ein sehr langer Titel, Herr Voss. Können Sie unseren Zuschauern kurz erklären, was darunter zu verstehen ist? Ja, wir haben ja seit Einführung der Pflegeversicherung einen Pflegebedürftigkeitsbegriff an bestimmten Fähigkeiten orientiert und die werden in Zeiteinheiten gemessen. Das wird als unbefriedigend empfunden und es ist schon lange Anliegen der Politik, diesen Begriff zu reformieren und auch so ein bisschen passgerecht zu machen zur Behindertenrechtskonvention der UN. Und das war Aufgabe eines alten Beirates, der hat schon, dem habe ich auch angehört, der hat bereits 2009 Ergebnisse vorgelegt, die damals leider nicht verwirklicht worden sind. Und wir haben dann im Jahre 2012 für ein Jahr nochmal die Arbeiten aufgenommen im neuen Beirat, um die Fragen, die 2009 nicht oder nicht abschließend oder für die Politik nicht hinreichend geklärt worden sind, noch einmal zu erörtern und mit Empfehlungen zu garnieren. Das haben wir dann im Juni letzten Jahres als Empfehlungen abgegeben, mit der Empfehlung, aus 3 Pflegestufen bisher künftig 5 Pflegegrade zu machen, um eine größere Differenzierung zu bekommen. Aber entscheidend ist eigentlich, dass der Begriff dann auch nicht nur somatisch Betroffene, körperlich Betroffene wie bisher umschließen muss, sondern auch für demenziell Betroffene, psychisch Kranke und geistig behinderte Menschen, die ja gleichermaßen Pflegefall sein können und nach dem alten System nicht hinlänglich berücksichtigt worden sind. Sie waren, wenn überhaupt, nur in geringen Pflegestufen. Und das wird sich nach Maßgabe der Empfehlungen der Expertenkommission dann ändern. Herr Voss, jetzt eine Sache, die bestimmt nicht von heute auf morgen zu ändern ist. Aber wenn man sich mal international orientiert, zum Beispiel die USA nimmt. Dort ist der Altenpfleger ein unheimlich anerkannter Beruf mit einem hohen Status und geachtet in der Bevölkerung. Und wenn ich mir hier in Deutschland den Altenpfleger ansehe, der meistens nicht besonders gut bezahlt wird und im Status her auch weit unten steht, gibt es da Möglichkeiten, langsam hinzuarbeiten, dass sich dieses Image des Altenpflegers ein wenig ändert? Das muss sich ändern, denn ich war früher Mann der Krankenversicherung, da ist auch die Pflegeversicherung beheimatet und die Dienste werden ihm geleistet von examinierten alten Pflegern, aber auch von Hilfskräften, sehr verdienstvoll, was notwendig ist, im Zuge der Erneuerung jetzt auch durch Betreuungskräfte, gerade für demenziell Gestörte. Aber allesamt eint eins, dass der Beruf nicht sonderlich attraktiv ist, in der Bevölkerung auch nicht so richtig hochgeschätzt wird, obwohl er sehr verdienstvoll ist und mindestens genauso wichtig ist wie die Tätigkeit in der Medizin beispielsweise. Und da muss sich etwas ändern. Das ist auch in der Politik angekommen, aber das ist, denke ich, auch ein kulturelles Problem und möglicherweise auch bei uns ein generatives Problem. Nur es macht keinen Sinn, dass wir dauernd Leistungen verbessern, aber diejenigen, die die Leistung erbringen sollen, die alten Pfleger und entsprechende Berufsgruppen, nicht zur Verfügung stehen oder nicht motiviert oder schlecht bezahlt und von daher nicht so richtig für die Aufgabe gerüstet. Das muss sich ändern, das ist auch unsere Auffassung, aber ich denke inzwischen auch Auffassung fast aller Politikstränge. Nur, bis etwas getan werden kann, denn berufsrechtliche Regelungen sind Ländersache, vergeht in einem föderalen Bundesstaat mit 16 Ländern, zuweilen Egoismen, eine gewisse Zeit. Herr Voss, ich bedanke mich für diese sehr interessanten Informationen, wünsche Ihnen viel Kraft, um diese Ziele zu erreichen und noch eine schöne Tagung hier in Berlin. Ja, danke Ihnen.